Also zusammen. Ich erkläre euch, was es braucht, dass ein Film entsteht. Wenn ich euch jetzt frage, was braucht es, dass ein Film entsteht, kommt euch als erstes wahrscheinlich eine Kamera in den Sinn. Doch wie können sich Dinge in Filmen bewegen? Was braucht es, dass ein Film lebendig wirkt? Diese beiden Dinge erkläre ich euch in diesem Video. Glaubt ihr mir, dass ein Film aus Bildern besteht? Ob ihr mir das glaubt oder nicht, es stimmt. Ein Film besteht also aus ganz vielen Bildern pro Sekunde. Genauer gesagt, es sind das etwa 22. Als Beweis habe ich euch ein Daumenkino vorbereitet. Nun zum zweiten Punkt. Dass ein Film lebendig wirkt, braucht es Perspektiven und Kameraeinstellungen. Mit Kameraeinstellungen meine ich jetzt nicht das Einstellungsmenü, sondern wie gefilmt wird. Also starten wir jetzt mal mit den Perspektiven. Bei der Normalperspektive wird ganz normal gefilmt, also etwa auf Augenhöhe. Bei der Vogelperspektive wird von oben gefilmt. Dabei wirkt das Objekt klein und schwach. Bei der Froschperspektive wird von unten gefilmt. Dabei wirkt das Objekt groß und bedrohlich. Und nun zu den Kameraeinstellungen. Bei der totalen sieht man das Objekt mit Umgebung. Sie ist einen guten Einstieg in eine Szene. Die Halbtotale verschafft einem einen guten Überblick. Die amerikanische stammt aus den Westernfilmen. Man sieht die Person bis zu den Oberschenkeln, sodass man halt den Revolver sieht. Bei der Aufnahme sieht man eine Person bis zu den Hüften. Sie bietet einem eine angenehme Nähe zu der Person. Bei einer Großaufnahme wird das Gesicht hervorgehoben. Emotionen werden dabei speziell gezeigt. Und zum Schluss die Detailaufnahme. Bei der Detailaufnahme wird ein Objekt sehr genau gezeigt. Dabei sieht man zum Beispiel nur die Augen. So, das wär's mit meinem Lernfilm. Ich hoffe, er hat euch gefallen und geholfen.